Orange, schwarz und Ocker. Nee, was ist das? Sand? Wahrscheinlich ist es Sand. Gibt es Sand als Farbe? Ja, ne? Sandfarben. Das ist so Sandfarben. Karen, wie sieht dein Kleid aus für die Hochzeit? Das ist so Sandfarben. Gut, ich trage Lachs. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Top 10 CSGO Skins Video. Heute kommen endlich die Rifles dran. Und zwar fangen wir mit der Farmers an. Legen wir los. Auf meinem 10. Platz liegt die Farmers Spitfire. Schlicht und einfach, aber auch sick. Das hat mich einfach direkt überzeugt für den 10. Platz. Es gab so viele Möglichkeiten. Ich glaube, es gab 5 oder 6 Waffen, die für den 10. Platz in Frage gekommen wären. Also auch Skins, die komplett die Waffe überziehen und wirklich nicht schlecht aussahen. Aber dieser hier ist es. Dieser hier ist es, der mich direkt veranlasst hat, ihn auf den 10. Platz zu legen. Und ratet mal, was das Ding kostet. 111 Euro. Das ist schon wirklich... Die Survivors liegt auf dem 9. Platz. So sieht eine Waffe aus, mit der du die Zombie-Apokalypse überlebt hast. Genau so. Da hat was reingekratzt, da hat was reingebissen. Die ist rot. Ach Gott, ich bin mir sicher, genau so sieht es aus. Bei Walking Dead die Augen offen halten, die haben alle solche Waffen. Das Teil kostet in FN 25 Cent. Ja. Auf dem nächsten Platz, und zwar Platz Nummer 8, liegt die Neural Net. Ein neurales Netz. Genau so sieht es in unserem Kopf aus, fragt ihr euch jetzt. Exactly. 62 Cent kostet das Teil in FN. Die Farmers After Image liegt bei mir auf dem 7. Platz. Sie kostet 103 Euro in FN. Sie ist oder muss was ganz Besonderes sein zum Uptraden. Aus einer seltenen Kiste oder... Also sich einfach selten. Vom Design her sieht sie auf jeden Fall auch ziemlich schick aus. Das könnte zumindest, was die Linien hier angeht, auch irgendwas aus den 80ern sein. So Traffic, angedeuteter Kram. Diese Waben, die hier drauf sind, gefallen mir auch gut. Super Ding. Ich würde es natürlich nie im Leben kaufen. Vor allem nicht für 103,36 Euro. Ja, hinten steht noch 36 Cent. Habe ich vorhin vergessen vorzulesen. Ich würde sie vielleicht für 3 Cent kaufen. Wenn ich müsste. Die Gin liegt auf meinem 6. Platz. Ich weiß nicht, ob mit Gin so ein Genie-Flaschengeist-Ding gemeint ist. Weil das sieht hier deutlich teufeliger aus. Aber sie ist trotzdem ziemlich krass. Ich würde nur sagen, dass diese Verästelungen hier, die hätte ich möglicherweise weggelassen. Weil hierdurch sieht es aus, als würde es nach hinten flammen. In Laufrichtung, wenn man halt rennt, bekommen so Flammen und die ist hier nach hier vorne. Das macht das Bild etwas unstimmig. Das hier unten ist jetzt auch nicht so, naja. Aber da es keine Flammen sein sollen, ist es dann wiederum doch eigentlich gerechtfertigt, dass es da drauf ist. Ich entdecke jetzt erst, meine Damen und Herren, jetzt erst, dass die Farmers Standfüßchen hat. Sind das Standfüßchen, die man runterklappen kann auf beiden Seiten, um sie abzulegen und aus der liegenden Position zu schießen oder von der Mauer. Ja, ne? Sieht aus wie ein Standfuß. Was man hier alles noch lernen kann, Leute. The more you know. Was ihr dafür ausgeben könnt? Tja, 3,43 Euro ist der Betrag der Wahl. In FN. Und die Preise sind wie immer von CSGO Stash. Auf dem 5. Platz. Stimmt es? Ja, 5. Kommt die Mecha Industries. Der Skin ist sehr beliebt, das weiß ich. Er ist auch weiß, orange, schwarz und Ocker. Nee, was ist das? Sand? Wahrscheinlich ist es Sand. Gibt es Sand als Farbe? Ja, ne? Sandfarben. Das ist so Sandfarben. Karen, wie sieht dein Kleid aus für die Hochzeit? Das ist so Sandfarben. Gut, ich trage Lachs. Und dann kommt es in so einem Lachskostüm. Ja, wie gesagt, der Skin ist ziemlich beliebt, ich weiß, aber die Skins, die darüber kommen, keine Sorge, ihr werdet sehen, die sind dann noch ein bisschen geiler als das Teil. Wobei sie wirklich schon nicht schlecht ist. Ich glaube, die Mecha Industries wird auch sehr oft gespielt, tatsächlich. Ich sehe sie im Matchmaking oder beim Arms Race auch immer mal wieder erscheinen. Ja, 3,13 Euro in FN. Auf dem 4. Platz. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich alle voll erschüttert. Was? Warum ist sie nicht Platz 1? Du magst doch Köpfe. Köpfe. Totenschädel. Und dann noch dieses Radioactive-Zeichen drauf. Der Skin ist echt hammergeil. Aber er hatte seine Schwächen. Er ist zu rot. Er ist einfach zu rot. Wenn er hätte weiter oben sein sollen, dann wäre er grün. Oder müsste er grün sein oder so. Grünlicher oder sowas. Der sieht wirklich nicht schlecht aus. Platz 4 ist ja auch keine schlechte Wertung. Aber so alles in allem, es gibt einfach bessere. Vielleicht seid ihr sogar mit meinem 1. Platz etwas überrascht. Ich hätte selbst nicht gedacht. Aber das Teil haut mich einfach jedes Mal weg. Naja, 3,41 Euro kostet das gute Stück. Und so weiter und so fort. Ihr habt jetzt wieder die Gelegenheit, den 3., 2. und 1. Platz zu erraten, was da wohl bei mir steht. Ihr könnt mal nachgrübeln, was gibt es noch so für Skins? Welche könnten ihm gefallen? Schokoladentorte. Ihr habt kurz Zeit. Und Zeit ist um. Auf meinem Ranking liegt die Farmers Valence auf dem 3. Platz. Die erinnert mich jedes Mal kurzzeitig stark an die Heat-Waffen, weil das einfach doch auch schon fast ein bisschen glühend aussieht. Mit den Design-Ausführungen ist das Skin auf jeden Fall sehr dynamisch. Mit der Farmers kann man auch, finde ich, naja, es ist eigentlich wechselhaft. Man kann dynamisch damit spielen. Man kann sich aber auch mit Burstfeuer so ein bisschen auf die Entfernung austoben. Die Farmers war, ich habe es schon mal erwähnt, früher, gerade bei Source, eine meiner Lieblingswaffen. Ich habe sie wirklich gern gespielt, vor allem auf so Fun-Maps wie Pool Party oder sowas. Habe ich mit der Farmers immer mit Burstfeuer schön die Header, bababababam, also wer die Map kennt. Das war echt eine coole Sache. Aber bei Go kann ich das Ding einfach nicht mehr spielen. Ich habe sie in letzter Zeit wieder öfter gespielt, gerade weil man sie halt auch immer mal wieder gedroppt bekommt. Und ja, ich versuche mich da schon so ein bisschen einzuspielen mit ihr. Aber ihr kennt das sicherlich alle, wenn man ein ungutes Gefühl mit der Waffe hat, dann spielt man auch einfach schlechter. Wenn man von vornherein denkt, ich bin mit der Waffe schlecht oder ich komme mit dem Spray nicht klar oder, dann spielt man damit auch tatsächlich
wirklich schlechter, weil man einfach nicht von sich und von der Waffe überzeugt ist und auch viel früher aufgibt in diversen Situationen, wo man mit anderen Waffen einfach durchkämpft, weil man weiß, ich kann das. Ja, so, 2,28 Euro kostet der Skin, greift mal zu. Oder auch nicht. Die Farmers Roll Cage liegt bei mir auf dem zweiten Platz. Roll Cage, Überrollkäfig. Dieser Skin soll an ein Rallye-Auto erinnern, nehme ich einfach mal an. Das schließe ich jetzt aus den Reifenspuren, aus dem Dreck, aus der typischen Rallye-Bemalung. Hier oben aus der Werbung, die auf den Rallye-Autos drauf ist. Das ist wirklich ein extrem gut ausgearbeiteter Skin. Vor allem noch mit diesem Matsch von hier unten. Das ist echt der Hammer. Dieser Skin trifft dieses Rallye-Thema wirklich perfekt. Und für alle Rallye-Fans ist es wahrscheinlich der Sieger der Herzen. Aber ich bin kein Rallye-Fan. Und ich finde, dass dieser Skin, so geil wie er auch ist, nicht so extrem zu der Waffe passt, auf die er eben gelegt wurde. Die Farmers hat für mich überhaupt gar nichts mit Rallye-Graben zu tun. Und gerade weil dieser Skin so extrem auf dieses Thema ausgebaut ist, kommt es mir eben so unpassend vor. Aber wie gesagt, als Skin alleine, ein Hammerding. Kostenpunkt, 16,18 Euro, ganz schön happig. Aber ich denke, so Rallye-Fans greifen da trotzdem gerne zu. Und wir greifen jetzt beim Platz Nummer Uno zu. Überlegt nochmal, was könnte da jetzt liegen? Was hat er da wohl hingesetzt? Überlegt nochmal kurz. Und weiter geht's. Mhm. Die Pulse liegt auf meinem ersten Platz. Das ist so ein edles Ding. Guckt euch das Teil mal an. Dieses dunkel-schwarze mit diesem rosa, purple-lila Zeug. Viele von euch sagen jetzt, was? Die ist doch voll, wie kannst du das nur und hin und her? Diese Stücke, die da herausbrechen durch den Puls oder Impuls, während man schießt. Also ich stelle mir das halt dabei vor, mit jedem Schuss bröckelt es weiter auf, die Dinger fliegen weg, spritzen nach hinten weg. Der Kontrast ist ultra cool. Vor allem, also jetzt, ich muss sagen, aus dem Winkel sieht es am besten aus. Wenn die Kamera so vorfährt und das Licht draufblendet, dann sieht das nicht mehr so edel aus. Also jetzt. Aber von hier, hammermäßig. Ultra cool. Also ich finde, verdient Platz 1. Dieser Skin kostet 8,09 Euro und beendet hiermit jetzt auch wieder dieses Top 10 CSGO Skin Video. Ihr könnt mir gerne wieder schreiben, ob euch meine Top 10 gefallen hat und auch eure eigene Top 10, Top 5, Top 3 oder euren Lieblingsskin von den Farmers in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie eure Toplisten aussehen. Vor allem bin ich gespannt, ob wir hier Rallye-Fans unter den Zuschauern haben, die Roll Cage auf jeden Fall auf Platz 1 haben. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen und das Video geschwind schneiden. Meine Freundin kommt bald und wir gehen dann in die Ikea. Wir führen da manchmal so eine Diskussion. Ich sage immer, es heißt die Ikea, weil Ikea ein weiblicher Name ist, also endet auf A. Fast alle Namen, die auf A enden, sind weiblich und Ikea klingt extrem weiblich und deswegen sage ich die Ikea. Eigentlich müsste man das Ikea sagen, also das Einrichtungshaus mit dem Namen Ikea. Der Ikea sagt, glaube ich, niemand, oder? Keine Ahnung. Ist ein bisschen wie mit Nutella. Wie sagt ihr dazu? Die Ikea? Der Ikea? Das Ikea? Kommen wir vor Ikea. Wahrscheinlich geht's wieder Duftkerzen, wenn wir schon wieder die Frau sind, ne? Möbel? Nee. Wir gehen runter in die Duftkerzenabteilung, ne? Naja, so schlimm ist sie nicht. Sie ist schon gerne unten, aber überall. Guck mal die Teller. Guck mal der Salzsteuer. Guck mal der Top. Guck mal da diese komischen Kissendecken-Dinger. Ach, guck mal da, neuer Vorhang. Duftkerzen. Wisst ihr was? Vielleicht hole ich mir demnächst diesen Stuhl. Blee und auch einige andere von euch haben mir gesagt, dass es in der Ikea einen Stuhl gibt. Der ist fast wie dieser X-Racer Gaming-Stuhl. Nur halt nicht genau so. Und er wäre sehr erschwinglich. Ich glaube, zwischen 100 und 200 Euro liegt das Teil. Und es wäre der beste Gaming-Stuhl aus der Ikea. Den würden sehr, sehr viele Leute benutzen. Hermann oder Thomas oder sowas. Ich habe Hermann. Mal gucken, ob ich mir da was hole. Der hier ist ja kaputt, wisst ihr ja, ne? Und hat vor allem keine Armlehnen. Ich habe noch nie Armlehnen gehabt. Den Stuhl habe ich jetzt seit bestimmt 10 Jahren. Und der stand davor nochmal 10 Jahre bei der Telekom. Mein Vater arbeitet bei der Telekom. Und immer wenn irgendwelche Büros aufgelöst werden oder sowas, haben wir uns früher, da war ich noch ein Kind, sind wir mit und haben geguckt, ob wir da irgendwas haben können. Alte PCs und dies und das und Gedöns. Ich habe mir damals den Stuhl ausgesucht, ich weiß gar nicht mehr warum. Für mich sind natürlich Armlehnen gerade deswegen auch völlig überbewertet, weil ich halt nie einen Stuhl hatte, außer mein Kinderschreibtischstuhl, der Armlehnen hatte. Ganz, ganz früh habe ich so einen König der Löwen Schreibtischstuhl gehabt. Aber das Teil habe ich seit ich 15 bin oder sowas, also schon über 10 Jahre. Aber er geht halt auch noch. Man muss drauf sitzen können und ich kann drauf sitzen. Ich kann sogar runterfahren. Nur ist halt die Sitzfläche ab. Da ist eigentlich so eine Verstellschraube, womit man die Sitzfläche so anschrägen kann. Und die Schraube ist ab. Und wenn ich aufstehe, hebt sich die Sitzfläche hinten mit. Sie geht hoch und knallt dann wieder runter. Jedes Mal, wenn ich aufstehe, bollert's hier rum. Na, jetzt genug gelabert, Leute. Hey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen. Ich streame jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.